Herzlich willkommen zurück zu Prison Architect. Und wir lesen uns direkt mal durch, was der Geschäftsführer zu sagen hat, beziehungsweise hören sie uns an. Sehr gut, wir haben hier einiges bewirkt und ich denke, das Gefängnis befindet sich wieder unter unserer Kontrolle. Sie können bleiben und das Gefängnis weiter verbessern oder wir machen mit der nächsten Strafanstalt weiter. Klicken Sie auf das Polaroid auf der Krankenstation, wenn Sie bereit sind fortzufahren. Um das nächste Kapitel in der Geschichte auszulösen. Okay, machen wir. Ich wäre eigentlich gerne hier geblieben, aber dann eben nicht. Vitalia! Vitalia! Süße, tut mir leid, ich hab's vermasselt. Ganz ruhig. Sie sagen, Dad wird die Woche nicht überstehen. Ich weiß, ich bin hier, um mich zu verabschieden. Weißt du, wir könnten einfach gehen, du und ich, dieses verdammte Leben. Alles ist weg. Klingt gut. Aber ich kann nicht. Ich bin eine Palermo, Nico. Und wenn Daddy nicht mehr ist und du als Außenseiter seinen Platz einnimmst, würden unsere Feinde unsere Familie vernichten. Das darf ich nicht zulassen. Ich muss allen zeigen, dass immer noch ein Palermo auf dem Thron sitzt. Was? Du kommst hierher, um mich zu ohrfeigen, nach allem, was wir zusammen durchgestanden haben? Nico. Du bist so altmodisch. Nein, Süßer. Ich werde mich von dir scheiden lassen. Wie bitte? Willst du mich verarschen? Ohne die Familie hinter mir bin ich hier drin ein toter Mann. Ich weiß, Süßer. Aber das geht mich nichts mehr an. Alles klar, läuft bei dir. Ich wünsche dir einen besseren Ort, Daddy. Läuft. Mach's gut, Nico. Kapitel 3. Keine Zeit für Mitleid. CNDC News. Aufstand in Alchemico Staatsgefängnis. Angestellte und Sicherheitspersonal haben sich an die Umzäunung zurückgezogen und warten dort auf militärische Unterstützung. Mehrere Mitarbeiter werden noch vermisst, darunter auch Geschäftsführer Charles Wallace. Der Aufstand brach los, nachdem mehrere hochrangige Richter in Gewahrsam genommen wurden. Die gegen Bestechungsgeld schwere Gefängnisstrafen ausgesprochen haben sollen. Douglas Benedict, der gerade eine lebenslängliche Haftstrafe absetzt, soll der Rädelsführer hinter diesem Gewaltausbruch sein. Quellen zufolge wird die Situation dadurch noch angespannter, dass die Unterwelt kürzlich von mehreren Morden an hochrangigen Kriminellen erschüttert wurde. Darunter auch der letztmonatige Mordanschlag auf den Mafia-Boss Victor Palermo. Vor wenigen Minuten hat sich der Bürgermeister Calvin Heller zur Lage geäußert. Allen, die unseren Reformbemühungen im Bereich des Strafvollzugs kritisieren, sollten sich dies als schreckliche Mahnung zu Herzen nehmen. Diese Männer bekommen Unterkunft und Essen bereitgestellt. Sie haben das Privileg bezahlter Arbeit. Das ist ihr Dank an alle Steuerzahler, die für ihr angenehmes Leben zahlen. Der Stellvertreter von Geschäftsführer Charles Wallace, der relativ neu auf diesem Gebiet ist, wurde mit der Wiederherstellung der Ordnung betraut. Es bleibt abzuwarten, ob sein Mangel an Erfahrung sich in dieser schwierigen Lage negativ auswirken wird. Ach nein. War das jetzt so eine Art Intro? Keine Ahnung. 4 Todesfälle heute. Nice. 90 aufständische Häftlinge.
läuft echt bei uns. Die Sache ist außer Kontrolle. Niemand ist zuständig. Wir haben mehrere Tote und die verbleibenden Wachen weigern sich, in die aufständigen Zellenblöcke zu gehen. Wir mussten uns an die Einzäunung zurückziehen. Machen Sie einen Plan und beenden Sie die Sache, bevor sie uns völlig aus der Hand gleitet. Die Bereitschaftspolizei wird in wenigen Minuten hier sein. Notdienste. Ja, okay. Bereitschaftspolizei kann ich gar nicht nehmen. Ja, aber was kann ich denn da machen? Oh, ich brauche definitiv Feuerwehr. So, ihr müsst definitiv hier rüberkommen. Hallo. Ja, Sekunde. So, kommt erstmal hier rüber. Die ersten Angehörigen des Eingreifteams sind da. Das ist die Bereitschaftspolizei. Sie ist wesentlich schwerer bewaffnet. Schicken Sie diese Jungs los, um die verlorenen Gefängnistrakte zurückzunehmen. Wir haben auch ein paar Sanitäter aus einem nahegelegenen Landeskrankenhaus dabei. Mit denen sollten Sie Ihre Bereitschaftspolizei medizinisch versorgen, während sie das Gefängnis zurückerobert. Kann ich euch auch noch direkt dazu nehmen? Sekunde, ich mach das mal so. Betreten nicht möglich wegen Aufstand. So, dann gehe ich noch mal rüber zu den anderen Leuten von der Feuerwehr. Oh, da ist ja noch einer von euch. Komm du auch dorthin? Ihr geht auch noch da runter und löscht mal ein bisschen was. Lauf ein bisschen schneller. Ich habe nicht ewig Zeit. Hallo! Kommt einfach raus! Nein, ihr Volltrottel! Toll, ich glaube, die werden jetzt kopieren. Ihr Vollidioten! Ich habe euch befohlen, rauszukommen und dann sollt ihr das auch verdammt nochmal tun! Sanitäter, natürlich mal morgen.
So, komm du mal hier hin. Weiter nach oben. Mach das Feuer aus! Na endlich. Notdienste, toll, ich kann dich immer noch nicht rufen. Kannst du für den was tun? Hallo? Der ist doch gar nicht eingesperrt. Der kommt doch dort raus. Oder kann ich... Sekunde, kann ich das jetzt einfach alles abreißen? Ja, kann ich. Ich vermute aber nicht, dass ich Leute dazu habe, die das tun können. Schöne Knarren. Problem ist jetzt halt, wie kann ich hier was tun? Weil mir fällt halt überhaupt nichts ein. Ich müsste eigentlich alles reparieren und so. Aufgabe, Häftling bestrafen. Naja, wie denn? Ich kann den doch gar nicht bestrafen. Wie soll ich den eskortieren? Hallo, du sollst hingehen. Nee. Du sollst hingehen und seine Vorstrafregister. Na. Verurteilen, Buchfälschung, Meineid und Bestechung. Du gehst mal hoch zu ihm. Dann durchsuchen. Nein, nur ihn. Nicht seine Zeit. Nein, nur ihn. Machst du das dann auch? Hallo? Hallo? Sekunde, Leute. Ich spule euch mal ein bisschen vor, damit ich mal rausfinde, was ich hier mache. Also, kurzer Cut. Danach seht ihr, was ich gemacht habe. So, Leute, da bin ich wieder. Und ich habe mich schon teilweise drum gekümmert, dass ein paar Häftlinge, ja... um die sich gekümmert wird. Die sind jetzt halt bewusstlos, dagegen kann ich aber auch nichts machen, das musste sein. Die sind halt aufständisch und wollen nichts machen. Das hat mir nämlich sogar der Bürgermeister so aufgetragen, dass ich halt Gewalt einsetzen soll. Aber jetzt hören wir uns erstmal an, was der Arzt zu sagen hat. Im ganzen Gefängnis gibt es Verwundete und es werden zweifellos
nach mehr geben. Sie können sie nicht einfach verbluten lassen. Bauen sie irgendwo auf dem Gelände eine Krankenstation und stellen sie Ärzte ein, die die Verwundeten versorgen. Einige Tote hat es auch gegeben. Um ihrer Würde willen müssen wir eine Leichenhalle bauen und damit anfangen, sie einzusammeln. Sie müssen für die Bauarbeiten Bauarbeiter einstellen. Sorgen Sie für Ihre Sicherheit. So, ich glaube, ich kümmere mich erst um die Aufständischen und danach um den Rest. Aufgepasst, wir haben euren Boss. Und so läuft das hier. Ich frage, ihr liefert. Wenn es Probleme gibt, ihr irgendjemanden hier reinschickt oder wenn ich auch nur einen Bullen rieche, kriegt er eine Kugel in den Schädel. Wir wollen ein Zivilfahrzeug mit geschwärzten Scheiben, voller Tank, eine Stunde. Ich melde mich. Leute, was passiert, wenn ich da jetzt wirklich reingehe? Meint ihr, der macht das wirklich? Das geht so gar nicht. Wir müssen sehen, was in der Kantine los ist, um uns einen Überblick zu verschaffen. Nördlich der Kantine gibt es einen kleinen Sicherheitsraum. Den brauchen wir. Setzen Sie dort ein paar Wachen ein, um die Videoüberwachung zu bemannen. Dann können wir den ganzen Zellblock beobachten. So, die Wachen können jetzt mal hierhin. Und wer ist jetzt denn noch da? Der Hauptteil der Verstärkung ist eingetroffen. Sie haben jetzt über die Werkzeugleiste Notdienste... über die Werkzeugleiste Notdienste Zugriff auf so viele Trupps, Bereitschaftswachen und Sanitäter, wie sie brauchen. Ah, okay. Noch ein bisschen mehr Bereitschaftsdienst. Aber am wichtigsten werden die Sanitäter sein. Hallo? Sanis? Wo seid ihr? Ah, da. So. Ach so, die sind auch schon da abgeladen. Dann nehmen wir die mal alle mit. Und zwar... Joa, sagen wir mal hier unten hin. Ah, toll, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock darauf. So. Sehen wir uns die Geiselsituation an. Letzte Chance, hier rauszukommen, Boss. Schon mal Roulette mit zwei Kugeln gespielt? Zwei Kugeln, vier leere Kammern. Wir haben früher mit Hasen gespielt. Den flog immer gleich der ganze Kopf weg. Aber mit dir geht's auch. Fangen wir mit einer einfachen Frage an. Was hast du im Büro gesucht? Ich schwöre, ich weiß von nichts. Ich schätze, da war mehr als in diesen Dateien als nur mein Vorstrafregister. Bitte, bitte nicht. Die Chancen werden schlechter, Wallace. Okay, ja nicht. Pass auf, ich mach's dir einfacher. Okay, Schluss mit dem Scheiß. Du bist als Nächster dran, Arschloch. Es sei denn, du sagst mir sofort, was du weißt. Ich kann nicht, bitte. Okay, bitte, bitte nicht schießen. Es ging um Geld. Das ist es. Ihr seid wertvolle Ware. Je länger ihr hier einsitzt, desto größer unser Gewinn. Wir haben die Regel nur ein bisschen gebeugt. Diese Dateien waren der Beweis. Und was sind wir wert? Was kriegt ihr dafür, dass ihr uns hier schmoren lasst? $73.000 pro Jahr. Für jeden, du Wichser. Zeit, dass du deine Schulden zurückzahlst. Hallo? Wo sind meine ganzen anderen Leute? Okay. Wo sind meine ganzen anderen
Wachen. Notdienste. Brauche ich ein neues Team. Dann müsste ich noch wissen, wo seid ihr? Ich habe euch doch hier irgendwo hingeschickt. War es nicht hier unten? Nee. Da nicht. Da nicht. Da auch nicht. Naja, ich werde es schon noch herausfinden. So. Dann nehme ich euch mal alle und lass euch hier hingehen. Weil hier anscheinend doch noch irgendjemand oder irgendetwas ist. Geh du mal zu ihm hin. Vielleicht kannst du ihm ja helfen. Kann ich die alle auswählen irgendwie? Nee. Okay, dann würde ich mal sagen, rein da. Ah ja, es funktioniert genau wie ich es wollte. Sollen nämlich nur die hier rein, die dafür auch ausgerüstet und ausgebildet sind. Hier ist nichts. Okay. Dann geht mal dorthin. Krankenstation, darum kümmere ich mich später. Das hier ein bisschen weiter runter. Ein bisschen die Geschwindigkeit erhöhen. So, kümmert euch gut um die Leute. Oh, da ist schon einer meiner Leute tot. Ach du meine Fresse, die haben die alle getötet. So, hast ihn bewusstlos geschlagen. Der Bürgermeister hat bewaffnete Polizisten aus der nahegelegenen Polizeiwache beschafft. Seien Sie vorsichtig mit diesen Kerlen. Wenn Sie ihnen freie Hand lassen, bekommen wir hier noch ein Blutbad. Andererseits könnte es auch sein, dass diese Häftlinge sich ergeben, wenn sie anrücken sehen. Ja, wollen wir es mal hoffen, sonst bekommen die gleich Probleme. Vier Stück habe ich davon, okay. Dann schicken wir die erstmal dorthin. Ihr geht erstmal hier rein. Sorgt dort mal für ein bisschen Ordnung. Hallo. Ihr sollt einfach hier rein. Genau. Gut macht ihr das. Notdienste, kann ich dann noch was anfordern? Nein. Hoffentlich bekomme ich die. Leute, das macht ihr schon. Die bekommt ihr doch easy. So, das ist noch einer der letzten. Ah gut, das ist noch ein, da ist noch einer. Es ist irgendwie schade, dass ich so viel Gewalteinsatz hier brauche, aber anders funktioniert es ja nicht.
Habt ihr die jetzt alle K.O.? Gut. Dann... Oh, Benedikt. Hi. Wie geht's da? Ich will jetzt meinen Wagen. Wallace kommt mit. Wenn uns jemand folgt, könnt ihr seine Gliedmaßen auch von der Straße kratzen. Das reicht. Wir müssen diese Sache beenden. Das Team ist in Stellung. Keiner von uns kommt hier jemals raus. Sie wollen nicht dich. Wovon sprichst du? Ich habe es wegen des Geldes getan. Aber er hat es für den politischen Vorteil getan. Je höher das Strafmaß, desto mehr Stimmen hat er bekommen. Von wem zur Hölle redest du? Von Bürgermeister Heller. Das war sein Plan. Ich habe nur das Getriebe geölt. Diese Datei war der Beweis, der seine Karriere zerstören konnte. Du verarschst mich. Was zur Hölle? Sie kommen, macht euch bereit. Ich habe euch verdammt nochmal gewarnt. Alle tot, bis auf... Keine Ahnung, das sieht aus wie ein Koch und das sieht aus wie ein Hausmeister. Naja, wenigstens haben zwei überlebt. Die Anstalt ist unter Kontrolle und die Aufständischen wurden überwältigt. Es hätte leicht viel schlimmer ausgehen können. Uns steht einiges an Aufräumarbeiten bevor. Wenn Sie Zeit haben, würde ich mich sehr über Ihre Hilfe freuen. Wir haben keine Bohrunternehmen auf dem Gelände. Als erstes müssen Sie also ein paar neue Arbeiter einstellen, die hier alles reparieren. Ich war schon immer der Meinung, dass die Sicherheitsmaßnahmen hier viel zu lasch sind. Diese Häftlinge wurden viel zu lange an der langen Leine gehalten. Damit ist jetzt Schluss. Ich möchte, dass Sie uns eine neue Waffenkammer bauen und dann bewaffnete Wachen und Anschlüsselpositionen im gesamten Gefängnis verteilen. Ihr Anblick wird die Häftlinge bändigen und sie werden es sich zweimal überlegen, nochmal solchen Ärger zu machen. Ich bewillige außerdem die Mittel, um Panzerwesten an alle Wachen auf dem Gelände auszugeben. Unsere Männer müssen sich selbst verteidigen können. Da wären noch ein paar andere Sachen, die erledigt werden müssen. Es gibt viele Häftlinge, denen die Falschheit ihres Handelns vor Augen geführt werden muss. Bauen Sie einen Isolationstrakt. Unsere Wachen werden die Häftlinge je nach Bedarf in Isolationshaft bringen. Dort haben sie die Gelegenheit, über ihre Missetaten nachzudenken. Und außerdem wird ihnen vor Augen geführt, wer ihr das Sagen hat. Es gibt noch jede Menge zu tun. Wir sind für ihre Hilfe wirklich sehr dankbar. Wenn sie denken, sie haben eine Aufgabe erledigt und möchten gerne anfangen, klicken Sie auf das Polaroid am Eingangstor. So, die kann ich jetzt alle mal wegschicken. Wachen habe ich schon. Ich brauche, glaube ich, nicht noch mehr. Obwohl... Ja, nee. Kann gar nicht mehr einstellen. Oder? Personal, Wachen. Achso, so ein hohes Budget haben wir gar nicht. Kann ich die auch wieder feuern? Sekunde. Ja, entlassen. Jetzt sag mir bitte, dass ich die auch noch irgendwie anders entlassen kann. Entlassen, 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 lassen, lassen, entlassen. Entlassen, 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 entlassen. Ich brauche nicht mehr als, sagen wir mal 50 Wachen. So, Personal, ein paar Arbeiter.
Kümmern Sie sich um die medizinischen Bedürfnisse? Das heißt, Fundament. Ja, nee, da nichts. Wo könnte ich denn gut eine Krankenstation hinbauen? Hier vielleicht. So, dann drehen wir mal ein bisschen die Geschwindigkeit hoch. Materialien. Machen wir einen schönen Boden aus weißen Fliesen darauf. Ich sollte vielleicht noch ein paar mehr Arbeiter einstellen. Als ob unser Tagesbudget so niedrig ist. Das kann doch nicht sein. Kann ich rauswerfen? Nein, kann ich natürlich nicht. Wachen. Hier geht es aber um das Gesamtpersonal. Häftlinge, Personal. Achso. So. Machen wir dann noch ein weniger hin. Dann machen wir vielleicht auch noch ein bisschen Plus. Weiße Fliesen. Also sobald ihr hier fertig gebaut habt. Wo sind denn meine ganzen Bauarbeiter gerade? Hallo, Leute? Macht ihr alle da drüben Mittagspausen? Nein. Dort ist niemand. Wo seid ihr dann alle? Ach, ihr baut alle wieder neue Sachen auf. Okay. Planung, Route. Vielleicht kann ich das hier irgendwie wegmachen? Nein, kann ich natürlich nicht. Da muss ich einen anderen Weg finden. Okay. Einschließen. Nee. Das machen wir. So Leute, okay, ich würde jetzt nochmal ein bisschen, vielleicht so eine Timelapse machen, eine kleine, um noch ein bisschen hier mich ums Gefängnis zu kümmern. Und danach mache ich dann auch Schluss, wenn es in der Story weitergehen sollte. Beziehungsweise wahrscheinlich werde ich auch nicht das hier jetzt in diesem Part noch alles fertig machen. Wie gesagt, ein bisschen Timelapse und dann sehen wir uns im nächsten Part. Lasst mir gerne schon, also ich sag jetzt schon mal, lasst mir gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und auch noch gerne ein Like, wenn euch der Part gefallen hat. Und dann tschüss.